Herzlich willkommen. Danke für Ihr Interesse. Mein Name ist Klaus Echtler und das Thema heute, das uns seit Wochen und Tagen beschäftigt, das Coronavirus. Und zwar die Chancen für uns Einzelne und die Chancen für das weltweite System, die uns dieses Virus bringt und unsere Grenzen aufzeigt. Ich möchte folgende Punkte besprechen. Wie können wir mit unserem eigenen gesunden Menschenverstand die ganzen Informationen meinungsbildend nutzen, um unsere Planung und Aktionen für die Zukunft festzulegen? Warum Verbraucher meistens verlieren, sowohl finanziell als auch Lebensqualität? Dann Lösungsansätze konventionell und sehr unkonventionell? Lernen wir als Einzelne, als Gruppe, als Volk die Politik, die Wirtschaft, Industrie etwas aus dieser Krise oder etwa nicht? Und wer ist intelligenter? Die Natur, die Welt oder der Mensch? Und diese Themen möchte ich ganz gerne heute aus der meinigen Sicht beleuchten. Und anfangen möchte ich mit den Chancen. Ich möchte Sie auffordern, Ihren Menschenverstand zu nutzen, um die Chancen zu erkennen, die Risiken natürlich ebenfalls, aber vor allem die Chancen, und uns nicht immer wieder von irgendwelchen Pressemeldungen, Fernsehmeldungen davon abbringen zu lassen, was wir selber denken, was wir selber spüren, fühlen und erleben. Wie immer geht es bei diesem Virus seit der Entdeckung im letzten Jahr, am Ende 2019, geht es sehr, sehr viel um Geld. Bei allen Entscheidungen und Nichtentscheidungen, die getroffen worden sind, spielt in erster Linie das Geld eine Rolle, der Gewinn, der Umsatz, die zentrale Rolle. Da wir allerdings vom Geld selbst, wir als Menschen, nicht herunterbeißen können, ist das Geld für den Einzelnen eher nachrangig. Trotzdem heißt es so schön in dem Satz: Geld ist nicht alles, aber ohne Geld ist alles nichts. Also wir brauchen es also. Und trotzdem ist es so, dass wir das Gefühl haben, dass es mit dieser Krise, mit diesem Virus Gewinner gibt. Gewinner sind natürlich Unternehmen wie zum Beispiel die Presse, Medien, TV-Sendungen, die dieses Virus als Aufhänger, als Meldung nehmen und damit Zuschauer an sich ziehen und binden und damit natürlich auch Werbeeinnahmen, Marketing-Einnahmen kreieren und erzielen und damit viel, viel Geld verdienen, obwohl andere in dieser Krise sehr, sehr viel Geld eventuell verlieren. Auf der anderen Seite gibt es eine Gruppe von Menschen und Unternehmen, die durch dieses Virus Einnahmen einbußen haben, also Verluste haben, die nicht kalkulierbar waren. Dazu gehören zum Beispiel der Sport, Großveranstaltungen, Bundesliga, Champions League, Olympia, wie auch Messen, Konzerte, Firmen, die auf Handel und Produktion angewiesen sind. Und selbst ich habe erlebt in der letzten Woche, dass die Volkshochschulen ihre Pforten geschlossen haben, weil sie von den Gemeinden da aufgefordert wurden, diese Kurse einzustellen und die Menschen zu vertrösten auf das nächste Semester. Auch die Aktiengesellschaften, die Börsen, Investmentfonds und alle deren Anleger sind von Einbußen betroffen, wenn man auf das Finanzielle schaut. Und ich schaue sehr wohl auf die Finanzen, weil ich seit über 30 Jahren in diesem Bereich tätig bin und immer wieder merke, dass die kleinen Leute, die Kleinanleger, die Bürger oder die Verbraucher meistens mit dem Ofenrohr ins Gebirge schauen, wenn es darum geht, ihr Geld zusammenzuhalten und eventuell irgendwo eine Rendite zu erzielen, die momentan auf dem normalen Geldmarkt wie Sparbuch, Festgeld sowieso nicht erzielbar sind und jetzt eventuell durch diese Börsenkrise, die dadurch entstanden ist, dass sich dieser Virus immer weiter ausweitet, auch noch Verluste ihrer Anlagen haben, in die man sie sozusagen hineingeredet und manövriert hat. Und ich finde es sehr, sehr schade, dass immer nur die negativen Seiten dargestellt werden, denn die meisten von uns
für die meisten von uns ist es momentan noch gar nicht so spürbar, diese Krise. Solange wir unser Gehalt bekommen, solange wir mit diesem Gehalt einkaufen können, unsere Familie versorgen, ist es nicht so sehr spürbar. Wir ärgern uns zwar, wenn vielleicht auf dem Investmentkonto die Kurse, die Bewertungen der Kurse sinken, aber spüren tun wir es eigentlich noch nicht. Sicherlich, es kann noch kommen, wenn die Krise so weitergeht, wie sie prognostiziert wird, wenn wir nämlich für unser Geld in den Geschäften nichts mehr einkaufen können und damit tatsächlich die Krise bei uns persönlich im Einzelnen ankommt. Wir werden einerseits beruhigt von Politikern, von Virologen, es ist alles halb so schlimm, der Virus ist nicht so tragisch und es ist gar nicht so schlimm wie die Grippe, wie die Grippeviren, die wir jedes Jahr haben mit einigen zigtausend Toten in Deutschland. Aber auf der anderen Seite wird uns nach und nach in so einer Salamitechnik die Wahrheit vermittelt und der Alltag eingeschränkt. Wir können weder noch in Veranstaltungen gehen, wir dürfen uns nicht mehr in irgendwelchen Treffs treffen, Diskotheken, Kneipen werden im Ausland bereits geschlossen, in Deutschland wahrscheinlich auch bald. Es wird nicht mehr so lange dauern. Und damit schränkt man uns sehr, sehr stark ein in unserer Handlungsfähigkeit, in unserem Leben. Und zusätzlich kann es passieren, dass wir dann tatsächlich vor leeren Regalen stehen, wenn dieses Szenario, Krisenszenario Überhand hat und die Menschen lange genug beeinflusst worden sind mit Negativmeldungen. Es gibt aber auch Chancen, die in dieser Zeit stecken. Und zwar möchte ich als erstes mal darauf hinweisen, dass was uns immer wieder verschwiegen wird, ich habe es auch jetzt in den letzten Videos, die ich immer wieder bei Kollegen anschaue und auch bei Banken und so weiter, die das veröffentlichen, gesagt, wird nicht gesagt, dass man auch wenn Kurse an den Börsen fallen, dass man auch in fallenden Märkten Geld verdienen kann. Wenn man nämlich sein Geld darauf setzt, dass der DAX, der Dow Jones und wie sie alle heißen, diese Indexe oder auch Einzelaktien nach unten gehen. Selbst wenn die Aktien nach unten gehen, können wir einen Gewinn erzielen. Und warum wird das nicht öffentlich bekannt gegeben? Dann würden auch die Menschen, die heute in Aktien investiert sind oder in Investmentfonds und auf steigende Kurse warten, würden nicht sozusagen so viel Angst bekommen, sondern könnten handeln und könnten sagen, okay, ich verkaufe meine Aktien oder meine Investmentfonds jetzt, wo die Kursgewinne noch vorhanden sind und setze auf Kursreduzierung, auf Kursabstürze, die ja, wenn man ganz genau überlegt, jeder mit dem gesunden Menschenverstand nachvollziehen kann, wenn im Januar, Februar bekannt wird, dass die Welt immer mehr von diesem Virus eingenommen wird, dann könnte man sich schon vorstellen, ohne irgendjemand anderen, es muss definitiv nach unten gehen. Wenn niemand mehr etwas kaufen kann, was er braucht, dann müssen auch die Firmen, die das herstellen und nicht herstellen können und verkaufen können, von dem Kurs nach unten gehen. Deswegen ist es für mich nicht einleuchtend, warum man den Leuten nicht schon in guten Zeiten sagt, pass mal auf, du kannst in steigenden Kursen Gewinne erzielen, du kannst aber auch in sinkenden Kursen Gewinne erzielen. Das ist eine sehr, sehr große Chance, die wir haben und ich bin der Meinung, dass das Ende der Krise, also der Absturz, noch nicht vollzogen ist und dass das auch noch eine ganze Zeit, Wochen oder Monate dauern kann, aber einfach nicht zu viel spekulieren, sondern einfach nur so viel Geld investieren, wie man auch hat und verschmerzen kann, dass einigermaßen schwankt. Es ist auch so, dass das Geldsystem an und für sich, ob das US-Dollar oder Euro oder andere Währungen sind, sowieso schon sehr instabil waren. Man hat viel Geld gedruckt und hat aber gemerkt, dass das Geld inzwischen durch dieses viele Drucken und auf den Markt werfen wenig inhaltlichen Wert noch hat. Und warum sagt man den Leuten denn nicht auch manchmal, dass sie auch mal in Sachwerte investieren sollen und nicht nur ihr Geld unterm Kopfkissen oder im Sparbuch oder im Festgeld oder auf dem Girokonto liegen lassen sollen? Selbst wenn diese Krise dazu führen sollte, dass unser Geldsystem, das ja schon länger marode ist, kaputt geht und wir eine neue Währung bekommen, ist die Frage, was ist denn unser Euro dann noch wert nach dieser Krise? Also sprich, wir müssen auch ganz klar überlegen, was hat denn einen bleibenden Wert? Das können Immobilien sein, das können Edelmetalle sein, das können auch Beteiligungen
an anderen Unternehmen sein, Grundstücke und so weiter. Aber es müssen Sachwerte sein, die nicht zu stark von Währungen betroffen sind. Auch das sind Chancen, die wir heute seit vielen, vielen Jahren nicht nur heute besitzen und die wir auch in Zukunft noch haben, unser Geld sozusagen etwas abzusichern, solange es uns noch möglich ist. Das andere ist für all die Leute, die heute noch gar nicht an der Börse investiert sind und wiederum einfach mal kurz darüber nachdenken, was passiert denn, wenn ein Index, eine Börse, eine Aktie an einem Tag um 10-15% oder in ein, zwei Wochen um 30% nach unten fällt. Natürlich ist es doch klar, dass irgendwann dieser Einbruch, dieser Einsturz wieder sich umkehren wird und die Börse wieder in die Gewinnzone kommt. Das heißt, alle, die heute noch nicht an der Börse investiert sind, die noch keine Investmentfonds, ETFs oder Aktien besitzen, haben momentan eine riesengroße Chance, einen Teil ihres Geldes in diesen Bereich zu investieren, mit dem sicheren Gewissen, dass es auch wieder nach oben gehen wird und dass es nicht permanent unten bleibt oder nach unten geht. Auch das ist was, was man den Leuten nicht öffentlich sagt. Man hält es zurück für die, die es eh schon wissen, die es eh schon machen. Aber die Öffentlichkeit erfährt es leider Gottes nicht so, wie sie erfährt, was der Coronavirus oder das Coronavirus alles anstellt. Meine unkonventionellen Ideen, die ich in den letzten Tagen hatte, ich denke immer, außergewöhnliche Situationen brauchen auch außergewöhnliche Ideen und Entwicklungen. Man könnte zum Beispiel, was wir Menschen ja auf jeden Fall schon immer tun, wir können ja die Welt verändern mit unseren Ideen. Wir könnten zum Beispiel sagen, alle die Dinge, die jetzt ausfallen, Fußball, Messen, Ausstellungen und so weiter, wir holen das einfach nächstes Jahr 1:1 im nächsten Jahr in 2021 nach und schieben alle Dinge, die jetzt sozusagen in die Zukunft geplant sind, um ein Jahr in die Zukunft nach vorne, so ist es unproblematisch für die ganze Welt, dies zu planen. Und wir schließen dieses Jahr einfach ab. Jetzt, alles was ausfällt und wichtig ist, kann wiederholt werden im nächsten Jahr. Fußball, Champions League, Messen, Olympische Spiele, WM, EM. Nur, dass sich die Zahlen verändern, dass wir halt nicht mehr in allen 2020 eine Europameisterschaft haben oder eine Olympiade, sondern dann halt 2021 und dann wieder im 4- und 2-Jahres-Rhythmus einfach weitermachen. Es würde nichts verändern, nur dass wir uns an ungerade Zahlen gewöhnen müssen, aber wir könnten sozusagen dieses Jahr, dieses geschenkte Jahr, das wir sozusagen in Salamitechnik uns immer weiter verkürzen lassen, die Lebensqualität immer weiter abnimmt, die könnten wir einfach nutzen, um einen Plan zu entwickeln, um zu schauen, was am System hat nicht funktioniert, was am System können wir ändern. Beispielsweise könnten wir bis zum Dezember mal drüber nachdenken, das bedingungslose Grundeinkommen doch noch einzuführen, aber in einer Höhe, wo es wirklich bedingungslos hilft. Also ich denke mal, so bei 2000 Euro könnte es sein, 1500 bis 2000 Euro, sodass jeder Bürger, egal was er tut und wer er ist, einfach ein Grundeinkommen hat. Das heißt aber auch, dass die Firmen keine Gehälter zahlen müssen, wenn sie gerade nicht können, so wie jetzt in dieser Krise. Und damit könnte man auch den ganzen Wasserkopf an Organisationen, den die Regierungen und die Ämter und die Finanzämter haben, diese Kosten, die da drin stecken, könnte man alle sparen. Und man müsste auch nicht permanent Banken und Firmen unterstützen mit Geldern, die auch eigentlich nicht vorhanden sind, wenn die Leute ein Einkommen hätten, das ihnen ausreicht, den Lebensstandard zu erhalten. Und auf der anderen Seite könnten sie zusätzlich in die Arbeit gehen und das tun, was sie gerne tun und was ihnen am Herzen liegt. Ja, dann könnte man zum Beispiel Arzneimittel, die heute, wo man merkt, die werden knapp, ja, wie zum Beispiel alleine Kopfschmerztabletten, Ibuprofen und so weiter, die im Ausland produziert werden, werden in Deutschland knapp. Ja, warum? Weil wir die Produktion weggegeben haben. Wir haben es nicht mal selber in der Hand. Die Frage ist, lernen wir daraus, dass wir in Zukunft das wieder zurücknehmen,
dass wir zwar vielleicht dann höhere Preise haben, aber wenigstens Arzneimittel zur Verfügung, oder wir bessern die Verträge mit den Produzenten nach. Das wäre auch eine Idee, zu sagen, in den nächsten 6, 8 Monaten können wir das Ganze neu aufstellen und können diese internationale Verzweigung vielleicht entwirren und daraus ein neues Konstrukt bauen. Das muss natürlich so sein, dass die Politiker sich da nicht permanent in den Haaren liegen, sondern dass die Politiker tatsächlich nach vorne gehen und gemeinsam etwas Neues entwickeln. Und zwar immer zugunsten des einzelnen Menschen und nicht zugunsten von Unternehmen, von Industrien, von Gewinnmaschinerien. Dann sagt man uns, das ist eine sehr weit hergeholte Idee, die ich zwar nicht unbedingt präferiere, aber ich möchte sie einfach mal in den Raum stellen. Wenn das Coronavirus für uns Einzelne so wenig negative Seiten hat und ähnlich wie eine Grippe funktioniert, also man wird krank, man kriegt Fieber, man erholt sich wieder, man legt sich hin, man bekommt vielleicht ein Medikament oder auch nicht, erholt sich wieder und macht dann sozusagen weiter nach 3, 4 Wochen. Dann könnte man, bevor man jetzt einen Impfstoff entwickelt, der vielleicht gar nicht zur Wirkung kommt, könnte man einfach sagen, wir stecken einfach mal alle mit dem Coronavirus an, nehmen die in Quarantäne 4 bis 6 Wochen und danach ist der ganze Spuk vorbei. Ich weiß, es ist zwar jetzt sehr weit hergeholt, aber so was kam mir einfach in den Sinn, wenn man auch vielleicht bald weiß, dass wenn man Corona einmal hatte, es nicht wiederkommt. Dann sollten wir alle auch wissen, und es sollte uns allen klar sein, nach Corona ist vor Corona. Denn es ist natürlich so, dass dass es uns eigentlich klar ist, dass ein Virus oder auch ein Bakterium, was eigentlich insgesamt kein echtes, volles Lebewesen ist, was es selbst nicht lebt, aber es kann in uns drin leben und kann uns verändern und kann von uns sozusagen Energie abziehen und kann uns krank machen, dass diese Viren, dass sich die permanent verändern. Alles, was wir bekämpfen als Mensch, die Natur, der Virus kommt ja aus der Natur, wenn er nicht hausgemacht ist von uns Menschen, aber wenn der aus der Natur kommt und wir bekämpfen den, dann wird er sich auch verändern und sich nicht bekämpfen lassen wollen. Das heißt, wir Menschen sind ständig hinten dran, hinter den Naturgewalten hinten nach. Wir reagieren, machen, reparieren, versuchen zu reparieren, was wir vorher zerstört haben. Und so ähnlich ist es auch mit dem Coronavirus. Wenn diese Epidemie vorbei ist, dann wird es vielleicht in 5 bis 10 oder in 20 Jahren wieder etwas Neues geben, was die Natur entwickelt hat, um sozusagen uns wieder einen Strich durch die Rechnung zu machen. Die Natur ist den Menschen einfach immer voraus. Und interessant ist, dass es eine kleine Gruppe von Menschen gibt, die, während sie diese Natur bekämpfen und auch teilweise ausbeuten, Geld anhäufen, also reich werden, so reich werden, und Geld haben, das man eigentlich gar nicht braucht und ausgeben kann. Und wenn dann der Punkt erreicht ist, dass die Welt oder dass es kaputt geht, diese Geldquelle, dann erschließt man sich wieder andere Geldquellen und versucht, das Alte zu reparieren. Nur die Welt kann man nicht aus meiner Sicht reparieren und einfach sagen, ich mache das jetzt einfach anders und das wird dann schon wieder besser. Was kaputt ist, ist meistens kaputt. Das sehen wir nicht nur jetzt am Coronavirus, das sehen wir auch an dem Klimawandel. Selbst wenn der Mensch einen großen Teil dazu beiträgt, der Klimawandel entsteht in der Natur und die Natur braucht uns nicht. Das Klima wird sich einfach verändern. Und wenn wir nicht aufpassen, wird es sich so schnell verändern, dass wir nicht mehr mitkommen. Und dann wird die Natur uns oder die Erde uns abschütteln, wie so übrig gebliebene Läuse und Insekten, und wird einfach ihr Ding weitermachen. Wir werden immer den Kürzeren ziehen. Und das ist was, was in unsere Köpfe muss und was uns die Politik und die Industrie und alle Experten im Prinzip verschweigen, dass wir immer nur reagieren, statt zu agieren. Und ich möchte alle Zuseher bitten, nehmen Sie Ihren Verstand, denken Sie darüber nach, schauen Sie voraus, was Sie tun können für sich, für Ihre Kinder, für Ihre Familien und
was sie tun können für die Erde und für unseren Planeten, der uns sozusagen am Leben noch erhält. Und glauben Sie nicht so viel, was uns Negatives erzählt wird aus der Presse, was uns Positives erzählt wird, was alles passieren kann, passieren wird, wenn wir das so und so tun. Denken Sie einfach ganz normal mit Ihrem Fokus darüber nach, ob das, was hier gesagt wird, stimmen kann. Ich glaube, das wäre sehr, sehr hilfreich und wir sollten unsere Chancen nutzen und daraus das Beste machen. Ich freue mich, dass Sie zugeschaut haben. Wenn es Ihnen gefallen hat, auch wenn meine Ideen vielleicht Sie jetzt gerade etwas überrumpeln oder schockieren, freue ich mich über den Daumen nach oben, freue mich immer Diskussionen. Erzählen Sie es gern weiter und ich freue mich bis zum nächsten Mal. Ihr Klaus Echtler.